Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Selenskyj zu Gesprächen in Washington. Bei einem Treffen mit US-Präsident Biden im Weißen Haus ging es um weitere finanzielle Unterstützung für die Ukraine. Biden sagte dem ukrainischen Präsidenten Hilfe im Umfang von $200 Millionen zu. Auch bei Mitgliedern des Kongresses warb Selenskyj um Unterstützung. Machtwechsel in Polen. Der neue Regierungschef Tusk wurde am Abend vom Parlament bestätigt. Zuvor hatte er angekündigt, seine Regierung werde wieder eng mit der Europäischen Union zusammenarbeiten. Tusks liberal-konservative Bürgerkoalition löst zusammen mit einem christlich-konservativen Partner und einem Linksbündnis die bisherige PiS-Regierung ab. Bundeswehr beendet Mali-Einsatz. Laut Führungskommando haben die letzten 142 deutschen Soldaten ihren Stützpunkt im malischen Gao verlassen. Ziel der Mission war es, islamistischen Terror zu bekämpfen und für Stabilität zu sorgen. Bis heute hat sich die Sicherheitslage aber nicht verbessert. Bundesanwaltschaft erhebt Anklagen gegen Reichsbürger. Sie richten sich gegen 27 mutmaßliche Mitglieder des Netzwerks, unter ihnen der Geschäftsmann Prinz Reuß, der als einer der Rädelsführer gilt. Die Beschuldigten sollen geplant haben, die Bundesregierung gewaltsam zu stürzen. Trisha Tuttle übernimmt Leitung der Berlinale. Die US-Amerikanerin tritt das Amt im April an. Laut Kulturstaatsministerin Roth soll die frühere Chefin des London Film Festivals die Berlinale modernisieren und international weiter stärken. Das Wetter: morgen im Norden und an den Alpen wolkenverhangen und teilweise auch länger Regenfälle. Sonst neben Wolken und Schauern freundliche Abschnitte mit Sonne. Einzelne Gewitter gibt es auch, stellenweise bei 2 bis 12 Grad.